Willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über das Thema Alarme beim Corpuls 3T. Das Corpuls 3T unterscheidet im Alarmmanagement verschiedene Prioritäten, technische sowie physiologische Alarme, aktive und nicht aktive Alarme. Werden eingestellte Grenzen über- oder unterschritten, so kommt es zum physiologischen Alarm. Technische Alarme hingegen entstehen dann, wenn das Gerät einen Fehler detektiert. Hier sei exemplarisch eine volle CF-Karte genannt. Solange die Alarmbedingungen noch erfüllt sind, spricht man vom aktiven Alarm. Quittiert man einen aktiven Alarm, so sind einige von diesen noch in der Alarmhistorie als nicht aktive Alarme zu finden. Wir möchten euch jetzt einmal die verschiedenen Alarmprioritäten vorstellen. Wir beginnen zunächst mit dem roten Alarm. Das ist ein Alarm der höchsten Priorität, der eine akute vitale Gefährdung des Patienten anzeigt bzw. eine Störung am Gerät. Erkennen können wir den an verschiedenen Komponenten. Das wäre zunächst einmal das akustische Signal, das auch immer wiederkehrt, bis ich es quittiere. Dann das Textfeld hier oben, das auch mit drei Ausrufezeichen versehen ist, so wie rot hinterlegt. Das Drehdrückgrat blinkt ebenfalls rot. Im Falle eines physiologischen Alarms wird jetzt auch noch zusätzlich das entsprechende Vitalparameterfeld invertiert dargestellt. Den Alarm seht ihr ebenso im Display der Patientenbox, hier entsprechend auch mit drei Ausrufezeichen. Die Farbe Gelb kennzeichnet den Alarm der mittleren Priorität. Hier liegt eine potenzielle vitale Bedrohung des Patienten vor oder eine geringfügige technische Störung des Geräts. Wir haben ein akustisches Signal, das Drehdrückgrat leuchtet gelb. Im Eck oben haben wir hier die Alarmtextmeldung im Alarmfeld, gelb hinterlegt, mit zwei Ausrufezeichen versehen. Am Patientenmodul wird der Alarm ebenfalls angezeigt. Zuletzt haben wir noch den blauen Alarm. Das ist ein Alarm mit niedriger Priorität, der vor einer geringfügigen Schädigung am Patienten warnt bzw. einer leichten technischen Störung am Gerät. Angezeigt wird dieser auch durch ein kurzes akustisches Signal sowie dem blau hinterlegten Textfeld mit einem Ausrufezeichen und dem blau leuchtenden Drehdrückgrat. Gemäß der Alarmpriorität wird jetzt ein Alarm höherer Priorität, wie zum Beispiel gelb oder rot, vorrangig angezeigt. Das heißt, wenn der jetzt dazukommen würde, würde der blaue Alarm nicht mehr sichtbar sein, sondern das Ganze jetzt dann zum Beispiel rot. Um einen aktiven Alarm zu quittieren, finden wir hier oben links im Eck eine Taste mit dem Glockensymbol. Durch einmaligen Druck auf diese öffnet sich die Alarmhistorie. Hier werden die aktiven wie nicht mehr aktiven Alarme angezeigt. Durch erneuten Druck auf die Taste ist der aktive Alarm quittiert. Das Ganze lässt sich auch über die Multifunktionstasten am Patientenmodul quittieren. Durch langes Drücken auf das Glockensymbol werden alle Alarme für einen vordefinierten Zeitraum unterdrückt. Das Gerät zeigt durch ein kurzes weißes Aufblitzen des Drehdrückgrats an, dass die Hälfte der Zeit verstrichen ist. Um einzelne physiologische Alarme zu deaktivieren, gibt es die Möglichkeit, im entsprechenden Vitalparameterfeld im Kontextmenü auf Alarme auszudrücken. Jetzt ist für diesen Vitalparameter hier exemplarisch die Herzfrequenz der Alarm deaktiviert. Das erkennen wir auch daran, dass oben rechts im Vitalparameterfeld das Dreieck durchgestrichen dargestellt wird. Unterhalb des Dreiecks sehe ich auch die Alarmgrenzen für den jeweiligen Parameter. Ich habe die Möglichkeit, diese anzupassen, indem ich in das Menü klicke, auf Alarme, Grenzen und dann kann ich bei jedem Parameter einzeln die Ober- und Untergrenze festlegen. Das wird dann mit OK bestätigt und für den laufenden Einsatz übernommen. Bei einem neuen Start des Geräts wird das nicht gespeichert. Eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, die Alarmgrenzen auf den jeweiligen Patienten anzupassen, sind die Autogrenzen. Wenn für den Patienten beispielsweise eine Herzfrequenz von 50 völlig normal ist, kann ich einfach in das Parameterfeld klicken und jetzt Autogrenzen wählen. Das Gerät berechnet sich jetzt automatisch neue Alarmgrenzen individuell für diesen Patienten. Wenn ich die Autogrenzen jetzt nicht nur für einen einzelnen Vitalparameter setzen möchte, sondern gleich für mehrere, dann kann ich das über das Menü tun. Dazu öffne ich das, drücke auf Alarme, wähle Autogrenzen. Und das Gerät berechnet jetzt für alle Vitalparameter die entsprechenden Grenzen. Und ich bestätige das. Wir wollen euch noch ein paar Besonderheiten zeigen. Zum einen, sobald ich am Gerät in den Therapiemodus wechsle, werden alle physiologischen Alarme unterdrückt. Ich zeige das mal ganz kurz. Der jetzt noch aktive rote physiologische Alarm verschwindet im Hintergrund. Im Klinikmodus werden Alarme in niedriger Priorität so oft alle 30 Sekunden alarmiert, bis der Anwender diesen aktiv quittiert. Abschließend möchten wir noch erwähnen, dass Alarme natürlich nicht einfach so ohne Grund entstehen, sondern eine Ursache haben.
Diese gilt es auch erst zu ergründen und gegebenenfalls zu beheben, bevor ich den Alarm einfach blind quittiere. Generell hoffen wir, dass wir euch jetzt sinnvolle Tipps mit an die Hand geben konnten, wie ihr mit dem Alarmmanagement umgeht und das Gerät optimal für euren Patienten einstellen könnt. Für weitere Tipps schaut gerne im Kanal auf die Playlist. Wünsche, Fragen, Anregungen runter in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Servus.